Und damit, moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei YouGamerP zu einer weiteren Folge von Feuerwehr 2014, die Simulation. Wir sind Brandmeister und auf den TLF Florian 2 eingeteilt. Und das hier sieht mir ganz nach einer U-Bahn-Station aus. Und der Sequenz zufolge nehme ich mal stark an, dass auf uns ein Großeinsatz wartet. Das muss schneller gehen. Eine U-Bahn ist an der Station Lissabon Rathaus entgleist und hat dabei erheblichen Schaden angerichtet. Es besteht Einsturzgefahr. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 2 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Ihr habt's gehört. Hier rechts rum müssen wir fahren. Und eine U-Bahn-Station. In Lissabon kam es zum Schwer. Lissabon entgleist. Also eine U-Bahn ist entgleist. Ey, hast du noch einen Latten am Zaun? Eine U-Bahn-Station ist entgleist. Eine U-Bahn ist entgleist in der Station. Und jetzt besteht ja höchste Einsturzgefahr. Und weiß was ich was. Es ist wahrscheinlich wieder ein riesen spektakulärer Einsatz. Ich bin da mal sehr gespannt, was. Ja, was uns da warten lässt, also was wir erwarten dürfen, formulieren wir erstmal so. Und die Einsatzkräfte sind schon alle da, nur noch wir fehlen. Ja. TLF 2 sind mal eingeteilt. Finde ich ein bisschen schade, dass wir TLF 2 sind, aber ich bin echt mal gespannt, ob man jetzt schon was sieht von Weiden oder nicht. Ja, ich bin mal gespannt, was uns da jetzt von. Ne, wir haben wieder eine Kollegin an der Seite. Kleiner Spaß beiseite. Ne, aber ich bin mal gespannt, was uns. Ja. Was wir erwarten. Und. Also. Was mich erwartet und was euch erwartet. Und. Und daher lasse ich mich mal überraschen. Und der Rauchwolke zufolge nehme ich mal an, da brennt es richtig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Wasserversorgung direkt aufbauen. Was durch die verunglückte U-Bahn ist ein Feuer in der Station ausgebrochen. Und drei Personen werden noch vermisst. Da Feuer und finden. Und rette die vermissten Personen. Da ist übrigens Rechtschreibfehler drin. Weil retten wird nämlich mit zwei Themen geschrieben. So, wo ist denn der Eingang? Da vorne. Das ist der Eingang. Also wir bleiben jetzt mal. Fragen uns mal hier hin. Machen das an. Warnblink an. Und wir werden direkt PA aufsetzen und dann, weil das qualmt hier schon richtig, direkt PA auf und dann werden wir jetzt mit PA die Wasserversorgung aufbauen, weil das qualmt hier richtig. Da können wir uns kein Risiko erlauben, dass wir da eine Rauchvergiftung kriegen, deswegen habe ich auch mal ein bisschen weiter vom Eingang da vorne weggeparkt. Und jetzt müssen wir erstmal einen Hydrant suchen, weil wenn U-Bahn-Station Feuer ausgebrochen ist, dann brennt der Kram wahrscheinlich ordentlich. So, erstmal Wasserversorgung herstellen. Ja. Leute, das sieht schon wieder spektakulär aus, ey. Ja, es kreist schon auch eine Person. Ich frage mich, soll lieber mal ruhig sein und ihre Atmung kontrollieren. Oh, das raucht durch die Kanalisation raus, Leute. Da muss es ja ordentlich drunter fackeln. Also in dem Sinne macht das schon Sinn, dass wir hier eine Wasserversorgung aufbauen zu unserem Fahrzeug. Ich meine, wir sind zwar ein Tanklöschfahrzeug schon, aber schaden kann es ja nicht. Also, wir schließen an, nehmen eine Axt auch noch mit, falls da unten irgendwelches Gerümpel im Weg liegen sollte. Und jetzt rein da. Ach du heilige Leute, was hier für Rauch rauskommt.
Wir löschen hier mal durch den Rauch durch. Oh, hier sieht man ja nix. Eieiei, du. Du liebe Zeit. Ja, die Kollegen sind auch schon da. Grüße. Oh, hier brennt's. Ja. Wo denn? Die Station ist einsturzgefährdet. Wir machen uns erstmal so eine kleine Brandschleise hier durch. Den Rest können wir dann nachher immer noch löschen. Wir müssen erstmal die Person finden. Boah! Boah, war das knapp. Und ich krieg Schaden. Wahrscheinlich durch den Einsturz. Wahrscheinlich ja die Decke gerade. Mehr Einsturz. Ja. Krieg schon wieder Schaden. Okay, das Spiel lässt uns wahrscheinlich nicht durch, ohne dass wir hier alle Feuer löschen. Gut, dann müssen wir hier erstmal Feuer löschen. Meine Herrschaften. Auf die Decke aufpassen, dass die schon wieder zusammenkracht. Ach so, liebe Zeit, Leute, die Poller hat's ja komplett zerfetzt, ey. Die ist ja nix mehr so wie eben gerade. Oh, du. Gar nicht gut. Da ist die Person. Uah! Ihr seht schon, das war für mich gefährlich. So, ich schnapp mir die Person und raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Sie werden gerettet, keine Sorge. Und die Rolltreppen müssten wahrscheinlich auch schon alle abgeschaltet sein. Aber ihr seht schon, ich habe ordentlich Schaden reinkassiert. Ja. Trotz PA. Rettungsdienst. Hier, wir müssen mal kurz auf die PA gucken. Gelben Bereich, okay. Kurz können wir noch rein. Wenn es in den roten Bereich geht, müssen wir raus. So, dann müssen wir erstmal PA auffüllen. Irgendwie an anderen Fahrzeug oder so. Da vorne brennt der Kram weiterhin noch. Ah. Das sagt unsere PA. Okay, sie ist fast im roten Bereich. Wir müssen raus hier. Wir müssen erstmal die PA auswechseln. Wir müssen erstmal die PA auswechseln. So, wo ist denn der Einsatzleitwagen? Der hatte nämlich eine PA immer. Okay, da vorne ist er. Ja, in diesem roten Bereich. Ausziehen, rein da. Zack, 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 schnell rüber sprinten, mein Kollege. Die ist wieder voll, perfekt. Können wir wieder mit einer vollen PA rein. Das ist auch das erste Mal, dass ich vom anderen Fahrzeug mir eine neue PA holen muss, ne, beim Großeinsatz. Ganz eigentlich hier hinten auch noch. Dieser andere Ausgang, okay, ja. Gehen wir mal hier runter. Vielleicht waren sie hier auch noch. Scheint aber nicht so auszuschauen danach, als wenn es da noch brennen würde. Das heißt, wir gehen nun jetzt wieder hier runter. Ui, und es hat sich schon wieder ausgebreitet. Moin, Kollege. Echt aufpassen, ey. Nur dass der Kram zusammenstürzt. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit, Leute. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, die U-Bahn brennt, der Poller brennt, alles brennt hier. Ja doch, wo sind sie denn? Mal eine Ortsangabe machen. U-Bahn-Station.
Oh, komm ich nicht rein. So. Das ist auch eine Person. Der brennt aber noch. Egal. Nach mir die Person und raus hier. So. War aber knapp, Kollege. Alles gut mit Ihnen noch. Weiß nicht, ob Sie was abgekommen haben. Das kommt aber auch immer so überraschend, ey. Meine Güte, ey. Rettungswagen. Hier die Person. Ja, die Kollegen rennen hier auch dauerhaft mit den Schläuchen und PA rum. PA, wie sieht es mit unserer aus? Okay, die ist noch im grünen Bereich, alles gut. Oh, jetzt lässt der Rauch auch langsam nach. Wir löschen hier trotzdem mit dem Wasser. So. Ich glaube, das Feuer kann man entlöschen da hinten. Kann man da? Kann sein, ne? So, raus hier, raus hier, raus hier. Hören Sie mich, Sie werden gleich versorgt. Was für ein Spektakel. Flughafen Feuerwehr Simulator, genau. Überall stehen noch die Werbung von anderen Simulatoren. Moin, das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und alle vermissten Personen wurden in Sicherheit gebracht. Um einen weiteren Einsturz zu vermeiden, musst du jetzt noch die Station mit Deckenstützen absichern. Okay. Wir haben nur ein Problem. Wir müssen kurz unser Links hier wegdingsen. Und dann Schlauch wegmachen. So. Wir hatten hier die Deckenstützen. Der Wechsellader hat die. Aber der ist nicht abgerollt. Hat der HLF 6 nicht auch welche? Ja. Hat es. Dann wollen wir mal runter. Zur letzten paar Deckenstützen. Müssen wir die Station noch stützen. Es qualmt hier immer noch. Also deswegen lasse ich auch jetzt mal meine PA auf. So. Ja, besser ist das, dass wir hier Deckenstützen aufstellen. Was sagt unser PA? Okay, die müssen wir jetzt nochmal austauschen gehen. Oder? Ja, weiß ich nicht. Für eine Deckenstütze wird es noch reichen. Ja. Passt schon. Unsere aus dem TLF 2 war ja schon im roten Bereich fast drin, ne? So. Noch eine. Oh, jetzt ist sie im roten Bereich. Jetzt müssen wir sie auswechseln. Rot heißt schon immer Rückweg antreten. Jetzt zweimal muss ich PA austauschen, Leute. Vom HLF 6 hatte ich die. Vom ELW hatte ich die genommen, ne? Gut, dann tun wir die auch wieder hier rein. Vielleicht hat sich unsere ja auch mittlerweile schon befüllt. Ne, die ist immer noch leer. Die wir uns beim HLF 6. Jawohl, die ist noch voll. Deckenstütze nehmen wir mit. Leute, zweimal PA austauschen und viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Also das ist schon jetzt ein etwas größerer Einsatz. Wahrscheinlich müssen wir nochmal hoch. Was? Du hast all deine Aufgaben gewissenhaft erledigt und den Einsatz damit erfolgreich beendet. Cool. Drücke E zum Fortfahren, okay. Zweimal PA auswechseln, Wasserversorgung aufbauen und jede Menge anderes.
Und es raucht immer noch ein bisschen raus, aber aus der Kanalisation raucht es nicht mehr so stark raus. Also ein riesenspektakulärer Einsatz. In diesem Sinne danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo da lasst, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst von dem Projekt. Und damit sage ich, ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, UBMRP spielt Feuerwehr 2014, die Simulation.